Hallo, was ist das eigentlich für eine unglaubliche Geschichte, die wir Ostern feiern? Da sind die Frauen, die Jesus immer begleitet haben. Geschockt und traumatisiert vom Tod wissen sie eigentlich gar nicht mehr, was sie jetzt tun sollen. Kraft und Hoffnung sind weg. Alles scheint verloren. Aber sie schaffen es, eine letzte Sache zu tun. Mit wohlriechenden Salben gehen sie zum Grab. Wenigstens dem Begräbnisritual entsprechen. Wenigstens an einer Stelle handlungsfähig bleiben. Und am Grab? Der Evangelist Lukas erzählt es uns. Da sahen die Frauen, dass der Stein vom Grab weggewälzt war. Sie gingen hinein, aber den Leichnam Jesu des Herrn fanden sie nicht. Und es geschah, während sie darüber ratlos waren, siehe, da traten zwei Männer in leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und blickten zu Boden. Die Männer aber sagten zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat. An dieser Stelle hören wir noch nicht von Osterfreude und kein Halleluja. Da ist Verwunderung, da ist Staunen, da ist der Impuls, hier ist etwas passiert, das wir weitersagen müssen. Etwas kommt in Bewegung, positive Verunsicherung geschieht. In aller Trauer und Verzweiflung keimt Hoffnung auf. Das Leben hat eben immer doch eine Überraschung parat. Ein Satz aus dem Sonntagsevangelium von Ostern war: Da ging auch ein anderer Jünger, der zuerst an das Grab gekommen war, hinein. Er sah und glaubte. In all der Verzweiflung gibt es doch noch einen Hoffnungsschimmer. Das ist die wichtige Botschaft von Ostern. Wir erfahren gerade in diesen Zeiten, wie wichtig die Hoffnung doch sein kann, sein muss. Gerade auch für die Menschen, die in Kriegsgebieten leben, die aus ihren Kriegsgebieten flüchten müssen. Ich sitze hier heute in der ehemaligen Kaplanswohnung, die wir in den letzten 14 Tagen hergerichtet haben, um dort nach Ostern eine Familie aufzunehmen, die eben aus ihrem Land geflüchtet sind. Wir haben versucht, die Wohnung hier so einzurichten, dass, wenn hier Menschen kommen, sie sofort einziehen können. Alles ist vorbereitet, alles ist soweit gerichtet und wir hoffen, dass sich die Menschen für diese Zeit, wo sie hier in Deutschland leben, dass sie sich hier wohlfühlen können, dass sie ein bisschen Abstand gewinnen, dass sie ein bisschen auch zur Ruhe kommen, um die Geschehnisse aus ihrem Land verarbeiten zu können. Diese Familien, die Menschen, die ihr Land verlassen müssen, haben große Hoffnung, dass sie auch bald wieder in ihr Land zurückgehen können. Wir alle wünschen den Menschen in der Ukraine, aber auch in allen anderen Kriegsgebieten, dass sie die Hoffnung nicht verlieren. Und wir hoffen alle auch auf den Frieden. Das ist mit die wichtigste Botschaft, die an Ostern verbreitet wird. Nicht der Tod hat die Macht, sondern das Leben regiert. Die Auferstehung Jesu ist ein deutliches Zeichen für uns Christen, dass wir die Hoffnung nicht aufgeben dürfen und dass mit dem Tod nicht das Ende naht. Wir feiern die Auferstehung Jesu. Wir sind den langen Weg gegangen, durch die Fastenzeit, durch die Karwoche, trotz Corona, trotz Krieg. Es ist Ostern. Wir freuen uns am Licht der Osterkerze. Bitten wir Jesus Christus, dass er mit uns auf dem Weg bleibt, mit seinem Licht, mit seiner Hoffnung. Gott, der in seinem auferstandenen Sohn uns nahe ist, er segne euch. Er schenke eurem ängstlichen Herzen Mut, eurem zweifelnden Herzen Glauben, eurem enttäuschten Herzen Hoffnung, eurem erstarrten Herzen Liebe. Gott öffne euch für die österliche Botschaft, damit ihr Zeugnis geben könnt von dem Licht des Auferstandenen. So segne euch
und alle, die euch nahestehen, der gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ihnen und Ihren Familien wünschen wir ein gesegnetes Osterfest.